Das Wetter ist gut, Corona so gut wie verschwunden. Vielen Menschen in Frankreich fällt es angesichts dieser sommerlichen Aussichten schwer, sich für die Regionalwahlen an diesem Wochenende zu begeistern. Eine Blitzumfrage auf einem Markt in Lyon. Ehrlich gesagt, ich habe es mir noch nicht einmal angeschaut. Sobald sie gewählt sind, interessieren sich Politiker nur noch für ihre Karriere, nicht für das Wohl der Gesellschaft. Bei Regionalwahlen ist die Beteiligung generell niedriger. In diesem Jahr wird ein Rekordtief erwartet. Nathalie Blamard gehört zu denen, die auf jeden Fall wählen wollen. Die steigende Kriminalität in ihrem Viertel ist ihre große Sorge. Gemeinsam mit anderen Anwohnern hat sie eine Sammelklage gegen den französischen Staat eingereicht. Sie hat ihr ganzes Leben links gewählt, das könnte sich nun ändern. On se rend bien compte que les bagarres sont de plus en plus fréquentes. Qu'il y a des vols à l'arraché très régulièrement. On attend vraiment des actions, on attend qu'ils prennent en compte vraiment nos préoccupations. Es kommt immer häufiger zu Schlägereien und Raubüberfällen. Wir warten darauf, dass die Politik unsere Sorgen endlich ernst nimmt. Sicherheit ist Umfragen zufolge das Top-Thema bei diesen Wahlen, noch für Wirtschaft, Lebensbedingungen oder Umwelt. Das Problem ist, dass die Regionalregierungen für alle möglichen Bereiche zuständig sind, wie die wirtschaftliche Entwicklung, die Schaffung von Infrastrukturen oder den Bau von Gymnasien, aber nicht für die Sicherheit. Warum also ist das Thema im Wahlkampf allgegenwärtig? Es hat eine ganze Reihe beispielloser Anschläge gegeben, wie die Enthauptung eines Lehrers. Diese Bedrohung hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der WählerInnen und Medien auf das Thema Sicherheit zu lenken. Konsequenz? Die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen, Rassemblement National, liegt laut Umfragen in mehreren der 22 Regionen vorn und könnte erstmals einen oder sogar zwei Regionalpräsidenten stellen. Zehn Monate vor den Präsidentschaftswahlen erscheinen die Regionalwahlen immer mehr wie eine Generalprobe mit nationalen Themen, einer Regierungspartei, die gegen populäre konservative Politiker ankämpfen muss, und einem Rassemblement National, der versucht, seine Glaubwürdigkeit zu etablieren. Laut Umfragen wird Marine Le Pen 2022 erneut Macrons größte Herausforderin sein. Eine Rekordenthaltung bei dieser Regionalwahl bedeutet auch, dass alle Parteien vor der Herausforderung stehen, wie sie im kommenden Jahr die Wähler vom Urnengang überzeugen und das Vertrauen der Franzosen zurückgewinnen wollen.